WDR 5 Neugier genügt. Mit Jürgen Wiebicke. Neugier genügt in WDR 5. Im Zentrum unseres Universums steht die Sonne und nicht die Erde. Dieser Satz ist heute ziemlich banal, aber vor ein paar Jahrhunderten brauchte man eine Menge Mut, um ihn auszusprechen. Und der berühmte Astronom Johannes Kepler hatte diesen Mut. Er war ein Verteidiger seines Kollegen Galileo Galilei. Jetzt wollen wir aber nicht so sehr über Astrophysik sprechen, sondern über Johannes Kepler und seine Mutter. Das ist eine richtige Kriminalgeschichte aus dem frühen 17. Jahrhundert. Und Ulinka Rublack, preisgekrönte Historikerin, Professorin in Cambridge, hat sie erforscht. Guten Tag, Frau Rublack. Guten Tag, Herr Wiebicke. Also Katharina Kepler stand irgendwann unter Verdacht, eine Hexe zu sein. Wer hat denn damit begonnen, sie so zu nennen? Also das war im Ort Leonberg bei Stuttgart eine Glasersfrau, die nach unserem Verständnis chronisch krank war. Und ihre Umgangsweise mit dieser chronischen Krankheit war, dass sie einen Hass entwickelte auf ihre alte Freundin Katharina Kepler. Und dem Verständnis der Zeit folgend sagte sie eben eines Tages, du hast mir einen Trunk mit Wein gegeben und der war vergiftet und der hat mich lahm gemacht. Und so fing es an im Jahr 1615. Man muss sich vorstellen, Johannes Kepler war zu dem Zeit auf dem absoluten Höhepunkt seiner Laufbahn. Und es war ihm sofort klar, dass diese Karriere eigentlich völlig am Ende sein würde, wenn es tatsächlich so wäre, dass seine Mutter wegen Hexerei verbrannt werden würde. Mhm. Ist das in einer Atmosphäre geschehen, in der das im Prinzip jeder Frau passieren konnte? Also es war zudem derzeit so, also wir haben ja man denkt ja oft, dass Hexenverfolgung sowas vom Mittelalter ist, aber tatsächlich befinden wir uns in einer Zeit, die wir die frühe Neuzeit nennen, und die ersten sozusagen größeren Wellen fangen 1580 an und die Hexenverfolgung hat ihren Höhepunkt bis 1650 und natürlich vor allem in Deutschland. Also es ist wirklich ein deutsches Problem. Friedrich Spee ist dann der Erste, der 1632 mal sagt, wir haben hier wirklich ein Problem und das ist ein deutsches Problem. Überall brennen diese Scheiterhaufen. Mhm. Und tatsächlich könnte man eben sozusagen allgemein sagen, es war eine Zeit, in der es durchaus vorkommen konnte, dass eine alte Frau oder eben eine alte Mutter mit diesem Vorwurf umgehen musste. Und dann eben auch die ganze Familie. Und das hat mich eben besonders interessiert, dass wir die Hexenverfolgung nicht nur als so eine Frauensache und Frauenthema sehen, sondern wahrnehmen, da waren natürlich die Söhne, die Väter, die Schwiegersöhne und so weiter, alle möglichen Männer waren da ja auch involviert. Und die Frage war, verteidige ich sie oder nicht? Ja, nun muss man sagen, das erfährt man in Ihrem Buch, dass Katharina Kepler sich auch mit komischen Dingen verdächtig gemacht hat. Zum Beispiel gibt es eine Geschichte mit einem Totenkopf. Erzählen Sie mal. Ja, also das ist interessant, dass Sie darauf eingehen. Das war nun wirklich auch tatsächlich das allerschwierigste Element und hat es Kepler, der dann eben spektakulärerweise selber die schriftliche Verteidigung seiner Mutter vor Gericht übernommen hat, das hat es ihm wirklich besonders schwer gemacht. Also es war so, dass Katharina Kepler ihrem eigenen Vater sehr nahe gestanden hatte, hat ihn gepflegt, als er alt und krank war. Und dann geht sie, nachdem er gestorben ist, eines Tages zum Totengräber in dem Ort Leonberg und fragt ihn, ob er den Schädel des Vaters wieder ausgraben kann, weil sie möchte ihn eigentlich, zu der Zeit ist Johannes Kepler in Prag als kaiserlicher Astronom bei Rudolf II., sie möchte diesen Schädel an ihren Sohn schicken. Und der sollte dann in so eine Art Trinkgefäß umgestaltet werden. Und das ist natürlich das ist schon ziemlich schräg. Ja, das ist ziemlich schräg und das ist so, dass der Totengräber das auch gleich dann meldet, weil das war natürlich eine Art Magie zu treiben, die immer suspekt war, eben gerade mit Totenköpfen und so weiter. Und der meldet das gleich. Aber sie hat dann auch, also ich meine, sie hat dann, als er hat auch zu ihr sofort gesagt, nein, also das geht wirklich nicht und das hat sie auch völlig akzeptiert. So, und nun ist die Frage, wie interpretiert man das? Mhm. Sagt man, das weist darauf hin, dass sie mit dem Magischen umging?
Oder gibt es andere Erklärungsweisen? Und so eine andere Erklärungsweise muss Kepler auch selber finden. Nun war es so, dass wenn man sich die Zeit anguckt, in der Malerei wissen wir es ja von vielen holländischen Stillleben und so weiter. Also man hat ja überall Schädel, diese Totenköpfe gesehen. Die waren ja auch ein Zeichen eben für Vanitas, also dass das Leben eben schneller vorbeigeht, als man denkt und man sich an den Tod erinnern soll und so. Also der Totenkopf hatte natürlich auch noch eine andere Präsenz. Und es gab auch überall diese, sozusagen diese Mode, gerade an den Höfen auch, wie dem von Rudolf II. In Prag, für so interessante Trinkgefäße. Und das kann durchaus sein, also Katharina Kepler hat auch ihren Sohn in Prag besucht, dass sie da viele von diesen interessanten Trinkköpfen gesehen hat. Darüber hinaus, also was ich besonders interessant finde, ist, dass sie vielleicht auch ihren Sohn sozusagen an dieses Erbe erinnern wollte. Er hat sich eigentlich immer sehr stark auf seine, wie es zu der Zeit üblich war, auf seine väterliche sozusagen Linie bezogen. Aber gleichzeitig war es nun gerade Katharina Keplers Vater, der ihm mit ermöglicht hat, dass Kepler überhaupt studieren konnte. Das war ja keine reiche Familie. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man das interpretieren könnte. Ja, genau. Aber wir bekommen jetzt von Ihnen schon einen ersten Eindruck davon, dass man einfach nicht mit unseren moralischen Maßstäben von heute zurückblicken kann, sondern dass man irgendwie verstehen muss, wie haben die Leute damals getickt, unter welchen Einflüssen haben sie gestanden? Genau, und das ist für mich eben als Historikerin besonders interessant, dass ich mir dann überlegen muss, quasi wie eine Anthropologin, wie denke ich mich ein in diese Zeit und wie kann man sozusagen Hinweise finden, dass man sozusagen auch durchaus alternative Lesarten oder alternative Blickweisen für Interpretationen wieder offen macht. Und dann muss man eben schauen, was können wir denn sonst sozusagen, was können wir zum Bild zusammenfügen? Ist Katharina denn sonst jemand, die eigentlich dadurch ausfällt, dass sie jetzt besonders abergläubisch ist oder die verfolgt wird? Das hat die Kirche der Zeit ja durchaus gemacht. Oder auch bei Kepler, also was wäre denn gewesen, wenn er diesen Kopf bekommen hätte? Und da sehen wir nun sehr deutlich, dass Katharina Kepler und als sie ihrem Sohn sehr gleich in der Zeit, in der ja alle an den Teufel glauben, als eine wirkliche Macht, dass sie dieser Idee eigentlich erstaunlich fremd stehen. Also Kepler in seinen eigenen Schriften spricht er nie vom Teufel. Auch Katharina Kepler hat sich absolut immer als gottgläubig bezeichnet. Dann kann man natürlich einwenden, ja, das muss sie auch, weil ich lese als Historikerin diese Prozessakten und da musste sie das tun. Aber trotzdem, so stellt sich das Bild erstmal dar. Ja, Sie haben gesagt, wenn ein solcher Vorwurf wie gegen Katharina Kepler erhoben wurde, du bist eine Hexe, dann war das nicht nur ihre Angelegenheit, sondern hing die ganze Familie mit drin. Und ich stelle mir aber vor, dass man den Kreis noch größer ziehen muss. Dann hängt doch wahrscheinlich auch, Sie haben gesagt, Leonberg ist heute Baden-Württemberg, wird wahrscheinlich damals ein Dorf gewesen sein und wahrscheinlich haben alle das mitbekommen, oder? Ja, allerdings. Also wir sprechen vom Ort mit 1000 Einwohnern, davon natürlich die meisten auch Kinder in der Zeit. Also es war natürlich eine ganz kleine Gemeinschaft und da waren alle involviert. Sie war ja auch nicht die einzige Frau. Also da waren schon andere Frauen in der Zeit, die tatsächlich als Hexen verbrannt wurden. Also es war ein großes Thema der Zeit und es wurden eben 24 Zeugen verhört. Ich möchte vielleicht kurz was dazu sagen, wie toll die Aktenlage ist. Deshalb habe ich das Buch Astronomen und die Hexe auch wirklich mitgeschrieben. Wir haben also wahrscheinlich den bestdokumentiertsten Hexenprozess in ganz Deutschland in der Zeit. Also zwei riesige Bündel mit allem, was dem Prozess anhing. Aber dann ist auch Leonberg als Ort so wahnsinnig gut dokumentiert. Das heißt, wir haben dann nochmal da Gerichtsakten, wo man eben schauen kann, war Katharina Kepler irgendwie notorisch geworden oder nicht. Aber ja, also das war eben für alle ein Thema, wie verhalte ich mich dazu, beschuldige ich sie oder nicht. Und es gab durchaus auch Leute, die skeptisch waren aus dem Ort und die also in Bezug auf nicht jetzt, ja, also ihre spezifische Anlage, aber auf diese Frage Hexen, also ja, natürlich haben alle in der Zeit, auch Kepler selber, haben alle geglaubt, es gibt Hexen, aber haben wir genug Beweise? Ist das wirklich was, es gab ja sozusagen, ist das wirklich was, dem man auf diese Art und Weise nachgehen sollte und ist das ein Verbrechen, für das man verbrennen sollte? Ja, und jetzt kommt nämlich der Punkt, den ich am verblüffendsten fand. Sie haben jetzt gesagt, da wurde nach Beweisen gesucht. Das war ein Gerichtsverfahren. Und zwar ein Gerichtsverfahren, das sich über Jahre zog. Ich hatte in meinem Vorurteil den Gedanken, es kam ein Verdacht und dann ein paar Tage später brannte der Scheiterhaufen. So stellt man sich irgendwie Hexenverfolgung vielleicht vor. Aber das ist eine Geschichte, die sich über Jahre zieht.
Würden Sie also sagen, das hatte was, das muss man jetzt natürlich in Anführungsstriche setzen, das hatte was von Rechtsstaatlichkeit, also dass sie sozusagen auch eine Chance vor Gericht hatte? Also Rechtsstaatlichkeit, das ist vielleicht zu weit gegriffen, aber Sie haben völlig recht. Das ist eben ganz typisch eigentlich, dass sich diese Hexenprozesse erstmal lange hinziehen, was eben dann auch für die Familie dann wiederum besonders traumatisch ist. Aber in dem Fall aber wurde es auch so ein bisschen verschleppt. Aber wir haben sozusagen am Ende jetzt schon die Entwicklung dahin, dass in Württemberg zu der Zeit, immer wenn es darum ging, wird die Folter angewendet oder nicht. In diesen Fällen wurde ja gefoltert, dass da dann die Juristen der juristischen Fakultät des Landes, in dem Fall Tübingen, konsultiert werden mussten. Also man merkt schon, dass, also das fängt an, ist ein langer Prozess. Es läuft nicht einfach so, 32. dass gefoltert wird. Ja, genau. Das ist also ein langer Prozess, der wirklich ungemein spannend ist. In Deutschland 1532 haben wir die Carolina, den Rechtskodex von Kaiser Karl dem V., wo schon eine Absicherung gesucht wird für die Angeklagten. Aber Hexerei wird da immer so ein bisschen ausgenommen. Das wird eben als, gerade dadurch, weil die Frauen werden ja, also meistens sind es ja Frauen, eben als mit dem Teufel verbündet gedacht. Das heißt, man hat es eben nicht nur mit einer Frau zu tun, man hat es eben gleichzeitig mit dem Teufel zu tun. Mhm. Und deshalb eben als exzeptionelles Verbrechen, mit dem man auch anders umgehen muss und wo andere Folter gerechtfertigt ist. Und das macht es sozusagen so spannend, dann zu sehen, wie sich das langsam ändert und mehr Zweifel aufkommen. Ja, deswegen ist das eben nicht mehr Mittelalter, sondern da scheint schon so ein bisschen Neuzeit auf. Ja, genau, das ist absolut richtig. Wir haben eben inzwischen einen doch sich festigenden Staat, eben mit dann diesen Landesuniversitäten, mit dem herzoglichen Beraterstab, zu dem dann, also das ist vom Verfahren her so, dass also eine Anklage wie von dieser Glasersfrau in Leonberg passiert und das wird dann dem herzoglichen Beamten gemeldet, der eben in Leonberg selber ist. Der muss dann die Sachen erstmal zusammentragen, die Aktenlage herstellen und der gibt das dann nach Stuttgart an den herzogöttlichen Beraterstab und dann geht es eben hin und her, da wird schon auch wirklich kontrolliert und dann geht es eben für diese große Entscheidung, wird gefoltert oder nicht und wie wird gefoltert, dann an die Universität. Also dann ist der nächste Punkt, den ich interessant finde, dass Sie vorhin angedeutet haben, auch Johannes Kepler, der berühmte Astronom, hat an Hexen geglaubt. Das ist ja auch erstmal so ein Klischeebild, dass man denkt, ein paar Jahrhunderte zurück gab es eben ein paar geniale Astrophysiker, die haben verstanden, dass eigentlich an dem alten Weltbild so ungefähr nichts mehr stimmte. Ja, also das Universum ist ganz anders organisiert, als die Kirche das immer gelehrt hat. Und dann stellt man die sich doch ja fast wie Atheisten vor. Und das ist vollkommener Blödsinn, ne? Ja, also so würde ich Ihnen das natürlich nicht sagen. Das ist vollkommen. Aber genau, also also man muss erstmal sehen, dass diese Naturwissenschaftler tiefgläubig waren, also selber. Die wollten eben, Johannes Kepler hat immer versucht, Gottes Baupläne eben anders zu erklären. Und er sagt, die sind nämlich eigentlich noch viel interessanter, als wir immer gedacht haben. Aber das war sein Ziel, Gottes Baupläne für das Universum zu verstehen. Er hat auch daran geglaubt, dass die Erde lebendig ist, dass die ganze Welt eben von Gott geschaffen ist und sehr spielerisch ist, aber auch, dass er eben den Gesetzen der Geometrie gefolgt hat. Also er war völlig davon fasziniert, Gottes Welt im Universum zu entdecken. Er selber, das hatte ich schon angeführt, sagt eben erstaunlicherweise in der Zeit, in der wirklich viele an den Weltuntergang glauben, eben die meisten Leute an die Macht des Teufels in der Welt glauben, der eben dann Unwetterschaft und so weiter und so fort, eben über diese Armeen von Hexen, die der Teufel regiert. Dazu sagt Kepler eben wirklich nichts in seinen gesamten Werken. Er hat sehr viel geschrieben. Er ist eigentlich sehr optimistisch in Bezug auf das, was eigentlich geschehen könnte, obwohl der 30-jährige Krieg dann einbricht. Das ist eine unheimlich schwere Zeit. Mhm. Also von daher hat er ein sehr, sehr eigenes Profil. Und das hat mich auch so fasziniert an ihm, ihn eigentlich als Denker zu verfolgen weiter. Ja, und das ist ein interessantes Mutter-Sohn-Verhältnis. Weil man, glaube ich, wissen muss, dass die Katharina, die dann eben unter den Hexenverdacht geraten ist, ich würde mal sagen, fast sowas wie eine Alleinerziehende war.
sie war Analphabetin und trotzdem geht das, dass jemand dann vor 400 Jahren eine so unglaubliche wissenschaftliche Laufbahn hinlegt. Also heute würden wir sowas Aufstieg durch Bildung nennen. Ja, das war es auch absolut. Württemberg hat ein sehr fortschrittliches System, was durch das Luthertum geprägt war. Das heißt, es gab eben Stipendien für begabte Söhne aus dem Mittelstand. Und das war ja so, seine Eltern waren eben nicht arm, sondern so mittlere Mittelschicht. Und das hat er bekommen. Also es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Johannes Kepler hochbegabt war. Der hat sich im Alter von 12, 13, also wollte er absolut nicht mit auf dem Feld arbeiten, sondern hat sich für griechische Rätsel interessiert. Also immer sozusagen dieses sehr intrikate Denken, das hat ihn magisch angezogen. Und er kam dann quasi in Internatsschulen und dann auf die Universität Tübingen. Jetzt ist ganz wichtig und für uns immer erstaunlich und auch inspirierend, wenn man heute so eine Universitätsstelle hat wie ich. Johannes Kepler hat nie eine Universitätsstelle bekommen. Das heißt, sein Leben blieb auch immer weiter sehr fragil. Er war dann zwar Astronom. Das kann man ein bisschen so sagen. Also es war natürlich so, dass jemand wie Tycho Brahe, der große andere Astronom der Zeit, dessen Stelle er dann bekam in Prag, der war ein Adeliger, der hatte unheimlich gute Netzwerke, der konnte sich seine Instrumente selber leisten. Kepler hätte sich diese Instrumente nie, also die großen Fernrohre und so weiter, er konnte sich sowas nicht leisten und das war schon schwierig genug, seine eigenen Bücher überhaupt in Druck zu bringen, weil der Kaiser, der ihm eigentlich ein Gehalt zahlen sollte, das auch oft nicht tat, weil er selber zu verschuldet war. Und da hat er dann einfach auch immer wenig Rücklagen gehabt. Also das war schon eben deshalb sehr fragil. Und deshalb war es für ihn so wichtig, dass feststand, dass seine Mutter eine Hexe sei und verbrannt wurde. Ja, das müssen wir uns mal versuchen vorzustellen. Also dann ist er da Hofastronom und kriegt dann wahrscheinlich irgendwie Post gebracht und erfährt auf diesem Wege, dass dieser Vorwurf im Raum steht, dass sie eine Hexe sei. Ist das sogar denkbar, dass er das für einen Moment für möglich gehalten hat? Das denke ich nicht. Also genau dieser Moment hat eben diese völlige Dramatik. Man muss sich vorstellen, er ist eben gerade dabei, die Harmonie der Welt zu schreiben. Das war sein größtes naturphilosophisches Werk, weil er eben nicht nur ein Astrophysiker sein will, sondern wie ich schon sagte, er will wirklich die Gotteswelt insgesamt erklären und eigentlich alles darin. Und das schreibt er gerade fertig, als er diesen Brief kriegt von der Schwester, unsere Mutter ist angeklagt. Und für ihn bricht alles zusammen. Und ich denke, er hat es eben nicht geglaubt, weil er, als das Ganze dann zu Ende kommt, und er hat dann wirklich für ein Jahr sein gesamtes Leben aufgegeben. Inzwischen war es so, dass es unter den Geschwistern am Schluss unheimliche Spannungen gab, und er war dann eigentlich, also am Ende dieser 6 Jahre, eigentlich der Einzige, der noch zu seiner Mutter stand. Und, ach, das heißt, die anderen in der Familie haben das geglaubt und für möglich gehalten. Also geglaubt kann man nicht sagen. Also es war eben so, dass sie es gab zwei weitere jüngere Geschwister. Und der jüngste Sohn, der wohnte eben selber in Leonberg, und der war einfach ein redlicher Handwerker und der konnte mit dem Druck nicht mehr umgehen, dass seine Mutter verfolgt wird. Und deshalb hat er dann darauf bestanden, dass sie aus Leonberg, aus dem Gefängnisturm wegverlegt wird in einen Ort bei Heilbronn, der unheimlich weit weg war, wo sie niemand kannte, also quasi Isolationshaft. Da war sie dann 14 Monate lang angekettet am Boden, damit eben diese Unehre nicht seine Familie überhält. Aber er hat auch nie gegen die Mutter ausgesagt. Und dann gab es noch eine Tochter, die eigentlich zu ihr gestanden war erst, aber eben über diese langen 6 Jahre dann unter dem Druck ihres Mannes zerbrach. Und der Mann wollte sozusagen nichts mehr damit zu tun haben. Hm. Das heißt, es ist eben, das zeigt eben, wie belastend diese Prozesse waren. Und dann gab es eben am Schluss wirklich nur noch Kepler, der zu seiner Mutter stand und der dann für ein Jahr sein gesamtes Leben aufgegeben hat und wirklich nach Württemberg gezogen ist und dann diese Verteidigungsschrift schreibt für sie. Wobei wir dann auch wissen müssen, um das aus der Zeit heraus zu verstehen, ob er damit dann mit diesem einen Jahr auch seine Karriere riskiert hat oder vielleicht sogar noch mehr. Musste man sehr mutig sein, um die Verteidigung einer Hexe zu übernehmen? Ja.
Also das muss man wirklich, es ist auch so, dass er, man merkt, also er will, er weiß, einige Leute wissen das in seinem gelehrten Umfeld, aber er versucht es auch möglichst geheim zu halten. Und als er dann eben wieder zurückkehrt, hat er meiner Meinung nach wirklich einen Zusammenbruch und fragt sich immer noch, warum ist uns das passiert? Warum gerade wir? Und da passiert dann nochmal was sehr Spannendes, dass er sich eigentlich selber beschuldigt. Also nachdem er am meisten für diese Mutter getan hat, packt er dann wieder seine Kisten und Papiere aus und entdeckt eine alte Schrift vom Traum, die er als Student schon angefangen hat, dann in Prag weitergeschrieben hat. Und da geht es darum, wie die Erde vom Mond ausgesehen aussieht. Aber das gibt so einen Prolog, eine Vorrede. Und darin geht es um Mutter und einen Sohn. Und der Sohn ist quasi wie er und die Mutter ist eine Hexe. Die über einen Dämon dann Wissen über den Mond bekommt. Und das gräbt er wieder aus und auf einmal denkt er, diese Schrift muss irgendwie zirkuliert haben und nur dadurch konnte es überhaupt geschehen, dass meine Mutter beschuldigt wurde. Das heißt, er selber ist schuld. Jetzt kommen wir an das Ende der Geschichte. Wir hatten ja schon geklärt, das war jetzt nicht hoppla hopp, sondern über Jahre eine Auseinandersetzung vor Gericht. Und wir können jetzt auf jeden Fall schon mal sagen, es ist dann doch halbwegs gut ausgegangen, ne? Ja, so viel kann man sagen. Halbwegs gut. Also ich meine, das ist eine Interpretationsfrage. Ich meine, in dem Sinne, dass sie nicht verbrannt wurde, aber sie ist ja schon eine Frau um die 70 dann und nach 14 Monaten in dieser Haft am Fußboden angekettet, ist sie eben völlig geschwächt. Und stirbt dann innerhalb von 6 Monaten. Wir wissen nicht, wo eigentlich. Wir wissen gar nicht, was eigentlich mit ihr genau passiert ist nach dem Prozess. Weil aber was hat sie gerettet? Klar, ja, Kepler hat sie gerettet. Und sie hat sich auch selber gerettet, weil sie hat ja nie gestanden. Viele Frauen haben ja dann unter dem Druck auch von Folter gestanden. Das hat sie eben nie getan. Sie war wirklich eine widerständige, resiliente Frau. Und das muss man ja, wie gesagt, erstmal unter diesen Haftbedingungen auch durchhalten. Es ist schon klar, dass sie da auch depressiv wurde und das sehr schwierig fand. Aber sie hat eben durchgehalten. Und eben, sie war immer der Meinung, dass Gott auf ihrer Seite ist. Und dass Gott, wenn sie im Himmel ist, dass Gott dann sie Rache für sie, sie rächen wird eigentlich, was ihr widerfahren ist. Und das finde ich immer eins der großen Rätsel, woher das ging nicht nur ihr so, sondern anderen Frauen, die beschuldigt wurden, auch so, dass sie dieses tiefe Gottvertrauen weiter behalten haben. Und woher sie das eigentlich nahmen, ist mir nicht klar. Ja, Sie haben gesagt, es ist damals schon nicht einfach gefoltert worden, sondern die Folter war am Ende eines, wie soll man sagen, bürokratischen Aktes. Und genau. Auch in diesem Fall ging es dann darum, wird sie dem ausgesetzt oder nicht? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, es gab ja verschiedene Foltergrade. Also der erste Grad war, dass der Scharfrichter oder Henker, der quasi so eine Art Theatermensch war vom Naturell her, immer, dass der erstmal so diese Folterinstrumente nahm, also so Daumenschrauben, die um den Daumen geschraubt wurden. Also es muss unheimlich viel getan haben. Oder Zangen, die an die Brust angelegt worden sind und solche Dinge. Dass er die erstmal nur vorgezeigt hat und eben Angst macht. Machen wollte. Und dann wurde eben geguckt, kommt da ein Geständnis oder nicht. Und dann die weiteren Grade der Folter waren dann vor allem eben dieses Aufziehen. Das heißt, dass eine Frau oder ein Mann bei anderen Verbrechen an so eine Art Rad mit Seilen gekettet, ist jetzt der falsche Ausdruck, aber eben festgemacht wurde. Jetzt wird's eklig. Und dann wurden die sozusagen in die Luft aufgezogen, sodass der Körper in einer absoluten Spannung hielt. Und das war dann wiederum zeitlich festgelegt. Also erstmal 15 Minuten und dann im schlimmsten Grad der Folter wurden dann noch Gewichte da dran gehängt. Mhm. Und dann wurde eben wiederum, also nach diesen klaren Zeitabständen wurde eben geguckt, gestehen sie oder nicht. Jetzt muss man, also wir haben ja viel jetzt von rechtsstaatlich, also eben sozusagen im frühneuzeitlichen Sinne schon ein bisschen im Anfang von Rechtsstaatlichkeit gesprochen. Jetzt ist es natürlich so, dass wir da dann wieder in den Gemeinden sind. Und da wurde natürlich auch oft nicht genug geguckt, sind das jetzt 15 Minuten oder nicht? Oder können wir jetzt nur diese Instrumente einsetzen oder nicht? Das heißt, die gleiche Geschichte an einem anderen Ort hätte ganz anders ablaufen können.
ganz anders ablaufen können. Und da auch war natürlich die Kontrolle dann vom Herzog oder Juristen, die war dann also natürlich völlig obsolet. Und es kam auch darauf an, wer dieser Henker war und so weiter und so fort. Also das war dann eben alles vor Ort, da konnte dann viel passieren. Also zum Beispiel in Leonberg selber wissen wir, dass da gerade eine Frau, die auch als Hexe angeklagt war, die ist verblutet, weil diese Daumenschraube wurde so fest gemacht, dass sie dann eben dieser Daumen wirklich abging und sie dann verblutet. Es hat auch keiner geholfen. Also all das sind eben die Grauen der Hexenverfolgung in Deutschland. Ja, jetzt sind wir am Ende und genau an dem Punkt angekommen, wo ich dann auch, was diese ekligen Seiten angeht, nicht noch genauer wissen muss. Man kann diese faszinierende Kriminalgeschichte nachlesen in dem Buch Der Astronom und die Hexe, Johannes Kepler und seine Zeit. Und geschrieben hat es Ulinka Rublak, Historikerin, Professorin in Cambridge, war von dort aus zugeschaltet unser Gast. Und ich bedanke mich sehr für Ihren Besuch bei WDR 5, Frau Rublak. Vielen Dank. WDR 5.